Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lotnovene, achter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Vorbereitungsgebet. O du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Für dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen: Maria, hilf, o Maria, hilf. Ich komme zu dir, o Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilandes. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen ist wohl recht groß, aber noch viel größer ist deine Macht. O du starke Mutter, hilf mir. Doch du kannst mir nicht nur helfen, du willst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht, nur dann sollst du mich erhören. So nimm denn vorlieb mit meinem Flehen und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. Amen. Der göttliche Heiland ist wohl die Liebe und Güte selbst, und wir alle haben Grund, mit mutigem Vertrauen zu ihm zu gehen. Aber er ist dabei durch die unendliche Majestät Gottes und unser einstiger strenger Richter, vor dessen Urteilsspruch selbst die Gerechten zittern. Weil aber sein ganzes Streben dahin geht, uns selig zu machen, hat er uns ein Wesen gegeben, das wir niemals fürchten können, eine Mutter lieb und zart. Dich, o Himmelsmutter, dich hat er zur Mittlerin zwischen ihm und uns gestellt, damit wir alle Anliegen nur durch dich zu seinem Throne bringen. Ist unser Herz auch sündhaft und krank, durch deine Mittlerschaft können wir auch dann noch Hilfe finden. Schlussgebet. Maria, du mein Meeresstern, ich schaue mit vertrauendem Blicke auf zu dir, von allen Seiten umgeben mich die stürmenden Wogen, und überall ist es Nacht. Doch du zeigst mir den Weg, Maria, ich folge dir, dein Angesicht leuchtet mir aus der Grotte von Lourdes entgegen. Dein Tugendbeispiel, dein Mahnwort,
deine Mutterliebe, rufen mich, und ich will nicht von deiner Seite weichen. Du meinst es am besten mit mir, nur dir will ich folgen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.